besser gesagt, zu. Das ist überraschend, dass jetzt gerade Musik läuft bei uns im Living Room. Irgendetwas ist los. Ist es nicht. Das ist doch der. Doch, der Song kenne ich. Das ist nicht der Todesmarsch, das ist doch der. Was sind die Blumen? Der Hochzeitsmarsch. Wo ist das Blumenmädchen? Was ist los? Ah, alles klar! Frieda Hodl und ihre Christian sind da. Applaus bitte für unsere zwei Gäste, für die, die noch da sind. Sehen wir da, hallo da. Hoi. Ciao, Christian. Nehmen wir gerne Platz da bei uns. Hock doch mal an, mach Platz und alles ist gut. Ja, schön, dass ihr da sind. Gestern Abend bei euch, die Musik läuft weiter. Bis zum Schluss, wo nachher der Ring begeben wird und alles. Nein. Ja, wie? So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht, gut. Dann haben wir die erste Frage schon mal eigentlich ab. Ja, kann man mal abhaken? Nein. Wir sind jetzt da gestern Abend, die grosse Auflösung ist jetzt dort Frieda noch mit dem Christen zusammen. Wir sehen. Und auch die Nachrichten heute gehört, ist sie noch zusammen. Und die haben heute auch, glaube ich, einen richtig grossen Marathon hinter euch. Wie lange sind sie schon auf dabei und wie viele Interviews haben sie schon gehabt? Ungefähr. Also, wir sind abgefahren von daheim am Viertel vor 7. Genau, kurz vor 7 sind wir los. Ja. Ein richtig grosser Marathon in dem Fall. Und wahrscheinlich einmal wieder mal die gleichen Fragen gehört, denke ich. Wie gerade zum Beispiel die. Ja, das stimmt. Wirklich die ganze Zeit immer die gleichen Fragen. Mhm. Aber ja. Ja, also das, was eigentlich die meisten interessiert. So, wie hat man die Zeit verbracht? Wie geht's weiter? Seid ihr noch glücklich? Also die typischen Fragen hat eigentlich jeder immer das gleiche gestellt. Und meine Frage ist, ist gestern, besser gesagt, die Nacht auf heute die erste Nacht, die wir zusammen verbracht haben? Oder haben sie es schon geschafft, in dieser Zeit, in der ihr eigentlich nicht zusammen gesehen werden sollt, eine Nacht miteinander zu bringen? Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es die erste Nacht zusammen war. Also es doch ein paar mehr gegeben im Fall. Ja, kann man so eine Hand abzählen oder reden wir da schon von Wochen? Durchgehend eine Woche eher nicht, aber zusammen kommt es vielleicht hin. Ist eigentlich noch relativ schwierig, dann für euch, weil es ist also wirklich dann so, dass man nachdem man von Thailand eigentlich zurückkommt, sich für seinen neuen Mann, das ist entschieden, Frieda, plötzlich eine Pause hat, man kann nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen und man muss es ein bisschen überbrücken. Man lernt sich auch nicht so gut kennen. Wie war das für dich noch ganz kurz? Also die Zeit jetzt einfach, dass ohne Christian hast du aushalten, weil ihr sind ja jetzt offiziell ein Paar. Es ist ja nicht so, dass jetzt wie bei den Vorgängen von den Bachelors es so gewesen wäre, dass jetzt ihr eh nicht mehr zusammen gewesen wäret. Wie war jetzt die Überrückung gewesen? Ist es schwierig gewesen? Also es ist, wir mussten viel reden, weil eben, ich bin schon in der Öffentlichkeit gestanden. Ihn hat man ja natürlich noch nicht so wahrgenommen, oder? Und Vertrauen, das Vertrauen ist das A und das O. Und einfach, ja, viel reden. Gut. Jetzt, es ist natürlich auch so, dass man sich nicht oft sieht und nachdem man viel geredet hat, sich noch nicht ganz so gut kennt, wie man es gerne hätte. Und wir haben gefunden, wir kennen doch das Spiel, haben wir vielleicht mal bei Glanz und Gloria gesehen, das nennt sich Ich oder Du. Und wir haben uns etwas Ähnliches ausgedacht. Wir haben gesagt, wisst ihr was, wir machen ein ähnliches Spiel und das nennt sich anstatt Ich oder Du einfach Du oder ich. Etwas komplett Neues. Ein komplett anderer Name. Wir haben es einfach umgekehrt. Und ich bitte euch jetzt doch auf diesen Barhocker Platz zu nehmen. Und wir wollen herausfinden, wie gut ihr euch eigentlich kennt. Wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die ihr jetzt beantworten dürft. Und das Spiel ist ganz einfach für den Zuschauer erklärt. Ich stelle eine Frage und ich muss auch sagen, ob das eher auf euch zutrifft oder ob das auf euren Partner zutrifft. Wir fangen mal einfach an. Sind ihr bereit? Ja. Schaut es einfach mal an, ob es jetzt alles richtig ist. Gut. Wer kocht besser? Der Christian sagt ich, du sagst du, Frieda, keine gute Köchin? Oder willst du einfach sagen, er kocht so gut, dass du gar nicht daran ankommst? Nein, also ja, bis jetzt haben wir halt noch nicht so die Zeit gehabt, um gemeinsam wirklich kochen. Aber das, was er bis jetzt gemacht hat, sensationell. Aber du kannst selber auch gut kochen, deiner Meinung nach? Ich muss mit Kochbuch. Okay, gut. Aber es geht. Hauptsache kochen, das ist sicher schon mal etwas. Wir fahren fort und es wird schon ein bisschen heikler. Die nächste Frage ist, wer lügt mehr? Ah, so gut kennen sie sich noch nicht. Okay, gut. Oder es lügt niemand. Ich hoffe, keiner lügt viel. Also momentan reden wir sehr viel. Wahrscheinlich auch der Grund, warum wir immer noch zusammen sind und nicht gescheitert sind an der langen Pause, wo wir uns nicht sehen durften. Daher hoffe ich nicht, dass irgendjemand viel lügt hier. Auch keine Notlüge. So, das Kleid sieht gut aus. Sie sieht immer gut aus. Oh, Frieda. Oh, du Haben wir das drauf, der Kuss. Wunderbar. Gut, wir fahren gerade fort. Ich merke, du hast nicht rauszuholen. Die dritte Frage. Wer hat von sich aus schon mehr Beziehungen beendet? Habt ihr schon über eure Ex-Partner und Partnerinnen geredet? Beide sagen ich und das ist mal der erste Clashpoint. Gut, kann man vielleicht die Worte oder die Zahlen fassen? Also ich habe 3 beendet. Ja, also ich bin eher der Beziehungsmensch. Ich habe immer viel Beziehungen, also
langjährige Beziehung gehabt und ich habe gesamthaft 35? Also. Nein, ja, schon sicher etwa 5 oder 4. Okay. 5 Beziehungen hast du beendet? Hast du selber beendet? Das ist ja, wenn ich von, ja. Bist du immer die Beziehung beendet hat? Oder hat einmal einen Freund Schluss gemacht? Einmal hat einer, und dort habe ich mir geschworen, nie mehr lasse ich mir das gefallen, dass einer mich verrät. Okay, gut. Also das hast du immer bevor gemerkt, dass okay, aber wenn ich jetzt, Schluss, wenn ich jetzt von der Schulzeit denke, oder? Ich denke jetzt von der Schulzeit zurück. Ja, ich habe eben nicht so viel gehabt, also etwa 5. Okay. Ja, ich hatte ja nur 3. Na gut, in dem Fall, Fall wäre es jetzt in dem Fall momentan die Frieda gewesen. Gut, nächste Frage. Wer hat mehr Hangovers gehabt? Gibt es da jemanden, der gerne Party macht? Frieda sagt du und der Christian sagt ich. Du bist ein bisschen Partytiger, kannst du sagen? Ja, also ich wohne in Berlin, das sagt glaube ich alles. Ich glaube, man kann viel feiern das gehen. Das ist glaube ich schon alles gesagt. Berlin ist klar, dort gibt es vieles zu machen. Nächste Frage. Man blickt ein bisschen in die Zukunft und man überlegt sich, hey, die Hochzeitsmarsch haben wir vorher gehört, nach der Hochzeit oder vor der Hochzeit kommen die Kinder vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wer von euch kann besser mit Kindern umgehen? Ich und ich, okay. Das sind keine gute Voraussetzungen für die Beziehung, weil man immer der Meinung ist, man kann es besser. Warum du sagst, wieso sagst du ich, Frieda? Weil ich weiss, bei meiner Freundin kann ich total gut mit Kind. Und wenn sie mir auch mit Kind in die Arme geben, sind sie völlig ruhig. Für das, dass ich eigentlich so ein kleines Zwirbeli bin. Und sie sind wirklich ruhig bei mir und geniessen es, glaube ich. Und da wir eben noch nicht Gelegenheit hatten, um uns noch näher kennenzulernen, weiss ich jetzt nicht, wie der Christian mit meinem Kind umgeht. Naja, meine Begründung ist, ich habe eine Tochter, also habe dann doch schon öfter ein Kind auf dem Arm gehabt und Windeln gewechselt. Daher gehe ich von aus, dass ich es ein bisschen besser kann. Man merkt, wir sind jetzt bei dem Zeitpunkt angelangt, wo sie noch ein bisschen miteinander reden müssen, über ihre Zukunft, über Kinder, über die Hochzeit. Aber eine weitere Frage ist, wer von euch sieht besser aus? Du und du, ja gut, die anderen haben wir gewusst. Auch wenn sie vielleicht eigentlich anders denken. Du hast noch eine Frage vom Chat. Julia, bitte, dann kannst du mal weiterstellen. Wer hat länger im Bad? Wer hat länger im Bad? Du und du. Wie lange etwa? Eine halbe Stunde, 40 Minuten oder nur 5 Minuten? Frieda sagt, sie braucht eine halbe Stunde. Sie schafft es nie. Ich schwöre, sie schafft es echt nie in einer halben Stunde. 100% nicht. Was sagst du? Ich sage, ich brauche eine halbe Stunde und bin in 20 Minuten fertig. Okay, gut. Also, da haben wir mal ein bisschen die Meinung. Julia, von wem ist eigentlich die Frage gekommen? Weiss gerade noch. Vom Tarik. Vom Tarik. Und haben wir noch eine weitere Frage von unserem Chat? Ja, aber nicht, was man mit dem Spiel verbinden kann. Nicht? Also, dann von nachher. Mhm. Aber dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage für euch. Die letzte, das ist die heikelste. Wer von euch mag den anderen Bachelorette-Kandidat, den Sebastian, mehr? 100%. Und du überlegst noch, gell? Überall, ja. Okay, gut. Also, das war mal so ein eine Frage, die wir herausfinden, ob es jetzt wirklich tatsächlich so ist. Ich kenne Sebastian, das war der Kandidat, der so schwierig war, sage ich mal, mit ein paar Aussagen. Und auch in der gestrigen Sendung auf 3plus hast du dich dann auch im Gegenüber geäussert. Gut, ich darf sonst gerne mal wieder Platz nehmen. Und währenddessen kann ich, glaube ich, Julia noch eine Frage vom Chat stellen. Julia, was ist die Frage an unseren zwei? Milene hat sie schon zweimal gestellt. Milene. Gut. Und es tut sich echt brennend wundern, wo jemand von euch ein bisschen seine Zusammenfassung gelesen hat. Ja. Was war? Ich habe gerade nicht. Ich habe geträumt. Zusammenfassung vom Büssi. Ja? Hast du die gelesen? Ja, klar. Und was steht da drin? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Du weißt auch nicht. Gut, wir sind gelesen. Hast du es nicht gelesen? Also das Video geguckt, oder? Er hat verschiedene Videos gemacht während der Bachelorstaffel. Best of Bachelor. Zusammenfassung hat er gemacht. Auch ein Video. Du musst halt auch noch drin. Das habe ich auch gesehen. Aber nicht gelesen. Gesehen. Ah, ich sehe es. Also gesehen oder gelesen? Gesehen. Ja. Du antwortest ein bisschen, Ja, weil er hat so, viel gemacht. Und das Letzte, was ich gesehen habe, ist etwa 7 Minuten gegangen. Ja, das war die Zusammenfassung, da haben wir beide herzhaft gelacht. Ja, da haben wir gelacht. Es war eine lustige Situation, weil der Christian, wir waren im Fitness und er im Asia Spa, wo eigentlich ja, so quiet Spa, oder? Man sollte ein bisschen riesig sein. Und ich schalte das Video ein mit den Kopfhörern am Büssi sein Video und ich habe mich kaputt gelacht. Und alle haben dann so geschaut und, so sind wir dann und beide auf dem Laufband. Also ich höre immer nur rechts, wie sie immer noch rumgackert. Und ich meine, nein, und er denkt, hat ihn Knall. Gut, also Büssi kennen wir auch schon mal bei uns gewesen und hat auch schon moderiert. Ein guter Typ. Jetzt meine allerletzte Frage, könnt ihr nur mit Ja oder Nein beantworten. Zukunftsplan, Kind? Ja. Ganz klar. Ja. Also gut, ja.